Der freie Giderverkehr ist ein von den Grundrechten an der Europäischen Union. Police spielt in dem Bereich eine wichtige Rolle, vor allem an der Verkehrssicherheit. Die Regionalverkehrspolice von Grevenmacher hat vor kurzem zusammen mit den Kollegen von der spezialisierten Gruppe Contrôle Camion eine Transitkontrolle zu Schengen durchgeführt. Der Transit ist eine Reglementation, die auf 90er Jahren zurückgeht. Mehr präzise 1994, also speziell das Reglement, votiert ging, mit dem Ziel, den schweren Güterverkehr so weit wie möglich aus den Ortschaften rauszuholen. Da geht es einfach um Nuisancen, es geht um Sicherheit und da sind ein paar die Tranchen definiert gehen, wo den Transitverkehr muss dort führen. Auf den Transitverkehr schwätzen wir mit Gefähren über 1,5 Tonnen, die für den Gittertransport gedurcht sind. Und das sind die, die zum Beispiel aus der Belgien, aus Frankreich und aus Deutschland kommen, an heidisch Land führen, ohne dass sie einen Charge abholen oder einen Charge aufholen. Das heißt, ohne dass sie entlöden, die müssen auf prädefinierten Tranchen hauptsächlich Autobahnen führen. Das sogenannten Transitstrecken sind überall gekennzeichnet. Und auch ob die Sorte von den Autobahnen abgestellt, sodass alle Kamionschauffer sich dem Risiko bewusst muss sein, wenn sie sich nicht drin hält. Wo das Reglement rauskommt, war das ein bisschen billig, dass sie aber heiß gehen, unter anderem für. Dass es einfach noch ein Strophe soll sein, weil ja einfach die Kamion 800 bis 1000 Liter tanken, aber wenn dann der Sprit mehr billig ist, dann ist der Unterschied auch immer mehr groß par rapport zu der Belgien, zu Deutschland, zu Frankreich. Und dann ist der Avertissement Taxi eigentlich irgendwann kein Strophe mehr. Und dafür sind das mittlerweile 250 Euro. Zur Summe für ihr.